Finde ich ganz besonders wichtig. Es wird von ganz vielen Leuten, auch bei uns in den Kommentaren, überall auf Twitter immer behauptet, ja, das ist gar keine wirkliche Energiewende. Eigentlich bauen wir ja nur Kapazitäten dazu und schalten gar keine konventionellen Kapazitäten ab. Die brauchen wir ja als Backup. Das wird immer so als Argument benutzt, dass die Energiewende nicht funktioniert. Der wahre Grund aber, warum die alten Kraftwerke nicht viel schneller vom Netz gehen, ist ganz einfach, dass Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Und kaum habe ich gestern hier bei mir das Video aufgenommen zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung in Brandenburg, der Gigafactory von Tesla. Da kommen schon die nächsten Sachen rein und das überschlägt sich irgendwie dieses Jahr. Also man hat schon das Gefühl, dieses Jahr geht es richtig rund. Worum geht es eigentlich? Gestern kam hier, das könnt ihr hier schon sehen, das habe ich euch hier schon aufgemacht, ein Jahresrückblick der Agora Energiewende. Das ist so ein Think Tank, in dem alle wesentlichen Player aus dem Bereich Energie zusammenkommen, veröffentlicht. Diese Analyse, die möchte ich euch heute vorstellen. Da sind ein paar, finde ich, sehr interessante Dinge drin, die auch das Thema Elektromobilität auf jeden Fall betreffen werden. Und heute kam in der Zeitung hier ein Beitrag aus dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und zwar ein Interview mit Fred Hattermann, der ist Forschungsleiter der Gruppe regionale Klimaauswirkungen, und das, was er in diesem Interview hier sagt, das ist eigentlich, finde ich, fast schon erschreckend, mit was für Dingen wir in den nächsten Jahren hier zu rechnen haben, vor allem Wetterextreme, die im Prinzip jetzt eigentlich erst angefangen haben, die zum Teil auch die Modellrechnungen einfach mal übertroffen haben. Und ich glaube, das sollte uns wirklich jetzt den letzten Fußtritt geben, jetzt mal langsam hier in die Puschen zu kommen. Okay, dann fangen wir mal an und schauen uns mal diese Analyse der Agora Energiewende an. Ich springe einfach mal direkt rein. Ich scrolle also nicht, ich versuche mal immer direkt reinzuspringen, und zwar in die Seite, auf die Seite 5. Wir verlinken natürlich das Dokument hier unten im Video. In diesem Video kann ich natürlich auch wieder nur einen Teil der Informationen darstellen. Also erstmal, was sehr positiv ist, dass die erneuerbaren Energien einen sehr starken Zuwachs 2019 hatten. Sie decken inzwischen 42,6% des Bruttostromverbrauchs und damit zusammen genauso viel wie die Energieträger Kernenergie, Braun- und Steinkohle. Maßgeblich dafür war ein sehr windiges Jahr und auch ein sehr, ihr erinnert euch an den Sommer, ein sehr sonnenreiches Jahr. Damit ist das Ziel, auf 65% erneuerbare Energien im Jahr 2030 zu kommen, ein bisschen mehr in Schlagweite gekommen. Aber ihr werdet gleich sehen im Laufe dieses Videos, wo es denn eventuell hapert und was das vielleicht auch für Auswirkungen auf die Elektromobilität haben könnte. Punkt 2, die konventionellen Energien sind also auf dem Rückzug. Vor allem Steinkohle und Braunkohle haben deutlich abgenommen. Voraussetzung dafür war der steigende CO2-Preis, aber auch die erneute Steigerung der an Produktion aus erneuerbaren Energien. Hauptsächlich eben der erhöhte CO2-Preis. Das ist dann auch hauptsächlich dahin gegangen, dass Erdgas verstärkt genutzt wurde. Nämlich die Steigerung um 11% im Jahr 2019, Strom aus Erdgas, sehr deutlich ausgefallen. Punkt Nummer 3 ist hier oben Energieverbrauch. Der Energieverbrauch im Jahr 2019 insgesamt ist zurückgegangen. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich sind es A auf der einen Seite Witterungsgründe, auf der anderen Seite auch eine leicht schwächelnde Konjunktur, aber auch vor allem der Rückgang der Stromproduktion in Stein- und Braunkohlekraftwerken führt dazu, dass der Eigenstrombedarf der Kraftwerke, zum Beispiel für die Rauchgasreinigung, stark abgenommen hat. Und dieser Eigenstrombedarf der Kraftwerke, der ist nicht zu unterschätzen.
Das heißt also, wenn wir weniger Strom aus Braunkohle erzeugen, dann erzeugen wir sozusagen so einen Zinseszinseszinseffekt, in dem die Kraftwerke selber auch weniger Energie verbrauchen und damit insgesamt natürlich auch der Stromverbrauch sinkt. Der Stromverbrauch 2019 war der geringste der letzten 20 Jahre und vor allem auch geringer als im Krisenjahr 2019. Das finde ich sehr erstaunlich. Also vielleicht greifen doch hier und da auch Effizienzmaßnahmen. Klimaschutz, Punkt 4. Treibhausgasemissionen sind um 50%, 50 Millionen Tonnen gesunken. Das ist sehr gut. Wir liegen jetzt insgesamt bei immerhin aber immer noch 811 Millionen Tonnen CO2 und wir liegen jetzt bei 35% weniger im Vergleich zum Basisjahr 1990. Das Ziel war ja ursprünglich mal 40% runterzukommen. Wir liegen also jetzt bei 35%. Und ich sag mal, bis Ende des Jahres nochmal 5% runterzukommen, ist natürlich immer möglich, wenn die Rahmenbedingungen dazu geschaffen werden. Was allerdings nicht so gut ist, ist nämlich, dass die Sektoren Gebäude und Verkehr hier mehr oder weniger komplett gepatzt haben. Das heißt, im Gebäudebereich, sprich also Raumwärme, aber zunehmend auch Raumkälte, gab es also überhaupt keine Veränderung. Und noch schlimmer im Bereich Verkehr sind die CO2-Emissionen sogar wieder angestiegen. Hauptsächlich verursacht durch die immer größeren Autos, die gekauft werden. Das heißt, hier ist also keine Trendwende zu sehen. Die Emissionen steigen weiter an. Da muss ich also sehr, sehr dringend was tun. Den Stromhandel, Punkt 5, überspringe ich jetzt mal ganz kurz. Ich gehe mal lieber hin zu den Strompreisen. Und zwar ist auch hier wieder interessant, dass der Preis für die Megawattstunde gesunken ist. Ja, die liegen jetzt noch bei 37,6 Euro pro Megawattstunde. Und es konnte also in 2019 keine Versorgungsprobleme festgestellt werden. Das heißt, das, was auch immer wieder von irgendwelchen Leuten behauptet wird, mit dem Abschalten von Kraftwerken, geht hier das Licht aus oder wir müssen massenhaft Strom aus anderen Ländern importieren. Das trifft so definitiv nicht zu. Der Haushaltsstrompreis, da komme ich am Ende des Videos auch nochmal zu, liegt jetzt im Durchschnitt bei 30,9 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist leider wieder ein Anstieg um 3%, aber es wird nachher auch eine gute Nachricht dazu geben, denn wir haben sozusagen das Tal der Tränen beim Haushaltsstrompreis mehr oder weniger erreicht und in den nächsten Jahren wird es dort schon spürbare Veränderungen geben. So, dann der nächste Punkt hier, der Punkt 8, da geht es um den Stromaustausch mit anderen Ländern. Da ist es vor allem ganz wichtig, dass Verbindungsleitungen zu anderen Ländern jetzt mehr und mehr fertiggestellt werden und mehr Strom auch mit anderen Ländern ausgetauscht werden kann. Ich möchte hier nun mal das Projekt Nordlink erwähnen. Könnt ihr mal googeln. Das ist ein Projekt, bei dem über eine Gleichstrom-Hochspannungsleitung mit einer Leistung von 1,6 Gigawatt Strom zwischen Deutschland und Norwegen ausgetauscht werden kann, sodass also überschüssiger Windstrom dort in den Pumpspeicherkraftwerken sozusagen zwischengelagert wird und wieder abgerufen werden kann, beziehungsweise auch von den Norwegern verwendet werden kann und in Deutschland günstiger Wasserkraftstrom aus Norwegen, wenn er dort im Überfluss vorhanden ist, hier genutzt werden kann. Dieses Projekt wird also auch in Zukunft dazu führen, dass die Strompreise sinken, dass wir erneuerbare Energien zwischenpuffern können, dass wir in einen positiven Stromaustausch kommen mit anderen Ländern. Das kann der Energiewende wirklich einen großen Schub nach vorne geben. Diese Nordlink-Leitung ist auch schon so gut wie fertiggestellt, ist wohl auch schon mal getestet worden und wird in den nächsten Monaten dann in den Test und danach in den Regelbetrieb übergehen. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Weitere Leitungen sind geplant. Ja, Ausblick auf das Jahr 2020 hier am Anfang. Da werden wir in 2020 erstmals wieder eine Abnahme der Kernenergiestromproduktion haben. Die nächsten Kraftwerke werden Ende 2021 und die letzten dann Ende 2022 abgeschaltet. Großes Problem wird die Zubauflaute bei der Windenergie sein. Das wird sich wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht großartig verändern. Dazu ist einfach viel zu viel ins Stocken geraten. Wenn wir 1 Gigawatt an neuer Leistung hinzubekommen, dann wäre das schon viel. Beim Solarneubau wird erwartet, dass wir ein ähnliches Niveau haben wie im letzten Jahr, nämlich etwa 4 Gigawatt. Wer also noch keine Solaranlage auf dem Dach hat, dann macht das bitte. Ihr könnt jetzt wirklich einen großen Beitrag leisten. Ob auf dem Dach, Fassade, Carport, Balkon, wie auch immer. Es ist Anfang bzw. Ende 2019, Anfang 2020 gehen Windparks onshore, Offshore-Windparks mit etwa 1 Gigawatt in Leistung. Das wird also auch nochmal einen kleinen Schub geben. Aber, und deswegen habe ich das hier auch rot eingekreist, ich lese das mal vor, insgesamt sind diese Mengen nicht ausreichend, um die
2030 erneuerbaren Ausbauziele zu erwarten. Wir wollen ja da bis 65% kommen. Das heißt also, es muss damit gerechnet werden, aufgrund der, sagen wir mal, Verschlamperungen der letzten 2, 3 Jahre, insbesondere bei der Windenergie und der Verunsicherung bei der Solarenergie mit diesem Ausbaudeckel 52 Gigawatt, dass wir möglicherweise tatsächlich dieses Ziel bis 2030 nicht schaffen. Und dann das auch Auswirkungen haben wird auf die weite Reduktion der CO2-Emissionen und natürlich auch letztlich dann wieder auf unser Thema, auf die Elektromobilität, denn wir sind ja auf erneuerbare Energien, ich sage es mal, angewiesen, aber es kommt heute auch noch etwas dazu, was ihr vielleicht nicht so erwartet, aber zum Bezug, wie sieht das eigentlich aus mit Elektroautos, erneuerbaren Energien, dazu ein bisschen später mehr. Gut, dann blätter ich mal weiter auf die Seite 17. Zack, zack, zack. So, und zwar schauen wir uns mal hier an, nochmal grafisch dargestellt, wie sich unser berühmt-berüchtigter Strommix im Moment zusammensetzt. Ihr seht hier also dieses Kreisdiagramm in der Mitte. Grün, der grüne große Anteil, 42,6%. Ihr seht hier auch noch die Werte in Klammern für die vorherigen Jahre. Das sind zum Teil noch vorläufige Angaben. Der ist, dieser Kuchen wird immer größer und ihr könnt hier an der, am Rand, was ich hier in Rot eingekreist habe, auch sehen, wie sich das zusammensetzt. Also Wind onshore sind knapp 17%, Offshore sind 4%, Photovoltaik liegt jetzt bei nahe 8%, Biomasse etwas über 8%, Wasserkraft ist ein klein bisschen angestiegen. Das heißt also, nach wie vor ist der Wind, die Windkraft, die treibende Kraft und die wichtigste Kraft im Bereich der erneuerbaren Energien. Gehen wir mal eine Seite weiter. Sehen wir die nächste Grafik, die finde ich auch sehr schön. Hier kann man nämlich mal erkennen, die Beiträge der einzelnen Energieträger, wie sie zu- und abgenommen haben. Und ihr könnt hier unten im grünen Bereich sehen, wo ich den roten Pfeil eingezeichnet habe. Der Anteil der erneuerbaren Energien nimmt also wirklich über die letzten 20, 30 Jahre deutlich zu. Man hat ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, also mehr als 5, 6% gehen sowieso nicht. Inzwischen haben wir also schon erhebliche Anteile erreicht. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Kernenergie abgenommen hat, dass die Braunkohle abgenommen hat, dass die Steinkohle abgenommen hat. Wir sehen aber auch jetzt einen Anstieg, einen deutlichen Anstieg beim Erdgas. Ja, also deswegen gehe ich auch mal persönlich sehr stark davon aus, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin einen Anstieg der Erdgasnutzung beim Strom haben werden. Dann haben wir die nächste Seite. Auf der nächsten Seite sind nochmal sozusagen so ähnlich wie bei den Wahlen, bei Wahlergebnissen immer Zugewinne und ja, Verluste sozusagen hier mal dargestellt. Wir können also sehen, die erneuerbaren Energien, die also sehr stark zugenommen haben, auch das Erdgas hat zugenommen. Insgesamt wurde weniger Strom importiert und der Verbrauch hat insgesamt abgenommen und die großen Verlierer hier sind also die Braunkohle und die Steinkohle, die im letzten Jahr also sehr stark an Bedeutung verloren haben. Finde ich sehr schön dargestellt. Seite 21 in diesem Dokument zeigt mal so den Pfad an, wo es hingehen soll. Wir haben ja das Ziel, bis 2030 65% erneuerbare Energien zu haben. Und wenn man diese grüne Linie mal so ein bisschen extrapoliert, wie ich das hier versucht habe mit meinem roten Strich, dann sieht es eigentlich im Moment so aus, als würde dieses Ziel sogar übererfüllt werden. Aber wir haben eben, wie gesagt, diese starken Probleme im Bereich der Windenergie und was so das Thema Speicher angeht, da sind alle gesetzlichen Rahmenbedingungen, die man dafür braucht, auch noch nicht gelöst. Das heißt also, ich wäre vorsichtig, ob wir dieses Ziel tatsächlich erreichen, auch wenn es im Moment, wenn man die letzten Jahre einfach mal so fortsetzt, danach aussieht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dazu kommen wird. Wäre natürlich super, ist gar keine Frage. Dann haben wir die nächste Grafik. Ich scroll jetzt mal doch hier zur nächsten Grafik weiter. Das finde ich auch eine sehr schöne Grafik, nämlich wie haben sich zwischen 2018, 2019 die Anteile der erneuerbaren Energieträger verändert. Und da könnt ihr sehr schön deutlich sehen, der gelbe Bereich, die Solarenergie, hat so um 4 Gigawatt zugenommen. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Aber Wind hat nur um 1 Gigawatt zugenommen. Das ist also wirklich extrem wenig. Wind offshore ganz oben, der dunkelblaue Bereich, hat ein bisschen stärker zugenommen mit etwas über 1 Gigawatt. Also man kann wirklich nur hoffen, dass bei der Windenergie möglichst schnell die Bremsen gelöst werden und es durch Neubau und auch durch Repowering, also das Ersetzen von alten, schwächeren Anlagen durch neue, stärkere Anlage, hier deutliche Anreize geben wird,
damit die ganze Sache mal deutlich schneller vorangeht. Ich scroll ausnahmsweise auch noch mal zur nächsten Seite. Das finde ich nämlich auch ganz stark. Und zwar ist die Frage, wo hat eigentlich diese Verminderung der Braunkohlestromerzeugung stattgefunden? Und zwar nicht in Brandenburg, sondern eher im Rheinischen Revier, im Westen unseres Landes. 8% dort an Reduktion. Ursache einfach dafür ist, dass die Anlagen dort älter sind, schlechteren Wirkungsgrad haben und sich im wirtschaftlichen Umfeld schlechter behaupten können. Und dass die Braunkohlekraftwerke, die wir in Ostdeutschland haben, deutlich moderner sind, flexibler sind und dem Marktgeschehen einfach besser angepasst werden können. Dann haben wir natürlich auch Veränderungen beim Erdgas. Hier haben wir, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, und die Seite ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass Erdgas als konventioneller Energieträger deutlich zugenommen hat. Wie gesagt, 9 Terawattstunden bzw. 11%. Die Stromerzeugung aus Pumpspeicherkraftwerken und Müllverbrennung ist rückläufig. Aber das, was hier drüben steht, was ich rot eingekreist habe, das finde ich ganz besonders wichtig. Es wird von ganz vielen Leuten, auch bei uns in den Kommentaren, überall auf Twitter behauptet, ja, das ist gar keine wirkliche Energiewende. Eigentlich bauen wir ja nur Kapazitäten dazu und schalten gar keine konventionellen Kapazitäten ab. Die brauchen wir ja als Backup. Das wird immer so als Argument benutzt, dass die Energiewende nicht funktioniert. Der wahre Grund aber, warum die alten Kraftwerke nicht viel schneller vom Netz gehen, ist ganz einfach, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht da sind. Ja, also hier steht erst ein, wir steht, erst wenn die Rahmenbedingungen endgültig geklärt sind, werden die Restrukturierungen im Kraftwerkspark auch eingeleitet werden. Das ist ja klar, wenn ich so ein Kraftwerk betreibe, dann sage ich jetzt mal so salopp, schalte ich das nicht einfach ab, weil das irgendjemand von mir möchte oder weil das irgendwann mal kommen will, sondern ich brauche die Rahmenbedingungen dafür und die sind nicht gegeben. Und deswegen lassen die Energiebetreiber, die Energieversorger, die Kraftwerksbetreiber diese Dinge einfach auch stehen und bauen die nicht ab. Und dadurch erscheint dieser Eindruck, wir würden zwar immer mehr Wind und Solar und so weiter aufbauen, aber auf der anderen Seite die fossilen Energieträger nicht abbauen. Daher kommen dann auch diese massiven Überschüsse, diese Stromexporte, die wir auch heute noch sehr stark haben, weil einfach diese Kraftwerke halt immer noch da sind. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter auf die nächste Seite, und zwar Seite 25. Da geht es um die Treibhausgasemissionen und genau, hier auch nochmal dargestellt, wie man sich so die Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland vorstellt. Nämlich, wir haben, wenn man sich dies anguckt, hier links von 1990 bis jetzt 2018, 2019 einen ja ziemlich kontinuierlichen Rückgang der CO2-Emissionen. Wir sehen auch, dass wir 2020 hier recht gut angekommen sind, nämlich beziehungsweise wir wollen ja zu diesen -40% kommen, wir haben es aber noch nicht ganz erreicht. Aber ob wir 2030 dieses Ziel schaffen, wenn man diese Linie wieder mal so einfach weiterzeichnet wie bisher, dann seht ihr, da hätte man in den letzten 10 Jahren so ab 2020, ab 2010, 2015 deutlich schneller in die Reduktion kommen müssen. Im Moment sieht es eben tatsächlich so aus, dass wir diese CO2-Emissionen-Reduzierung nicht hinbekommen. Ja, da sieht man eine deutliche Lücke, das habe ich hier so eingekreist. Und die Lücke, die muss natürlich unbedingt geschlossen werden. Ganz erheblich wichtig für diese Minderung der CO2-Emissionen ist halt der Preis für CO2. Und dieser Preis für CO2 über den Emissionshandel, den europäischen Emissionshandel, der hat vor allem halt die Braunkohle aus dem Markt gedrängt. Und da wiederum ganz speziell, habe ich gerade eben erwähnt, die Braunkohle im Westen unseres Landes. Ja, also der CO2-Preis scheint tatsächlich der absolut treibende Faktor zu sein. Der muss also in die Höhe gehen, so schnell als möglich, aber auch so sozialverträglich als möglich, um beim CO2 wirklich was zu reißen. Auch ganz spannend, auch wieder wird von ganz vielen Trollen da draußen im Internet behauptet, wir hätten so wahnsinnig hohe Strompreise in Deutschland. Schaut euch doch mal bitte hier diese Grafik an. Ganz hier in der Mitte ist Deutschland, Luxemburg zusammengefasst mit 37,60 €. Das sind die geringsten Bruttobörsenstrompreise in Europa. Wir haben in Deutschland tatsächlich, gerade weil wir so viel erneuerbare Energien nutzen, die geringsten Börsenstrompreise. Und Börsenstrompreis ist nun leider nicht der Haushaltsstrompreis, aber insbesondere die Industrie kann auch davon sehr stark profitieren. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn euch wieder da draußen irgendeiner erzählen will, in Deutschland ist der Strom so wahnsinnig teuer und die Industrie wird abwandern. Das wird sie nicht tun. Ja, schaut euch mal Frankreich an. Atomkraftland, die liegen bei 39,50 € pro Megawattstunde. England liegt bei 50 €, Polen liegt bei 50 €, Italien liegt bei fast bei 52 €. Also ich meine,
besseres Argument, als in Deutschland Strom zu beziehen für die Industrie, die jetzt schon davon profitieren kann, gibt es wahrscheinlich irgendwie gar nicht. Ne? Gut, wir sind fast durch. Wir gehen zur Seite 36. Mach mal ein bisschen den Sprung. Und ja, hier kommen wir jetzt so langsam zu dem Punkt, der mir insgesamt halt so ein bisschen irgendwie Sorgen macht, nämlich wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also wir haben jetzt deutlich gelernt, okay, Kohle, Steinkohle, Braunkohle geht so langsam raus. Kernkraft wird sehr schnell rausgehen, 2 Jahre, dann ist das endlich erledigt. Dann müssen wir uns mit den Hinterlassenschaften auseinandersetzen. Vielen Dank dafür an alle, die sich für Atomkraft eingesetzt haben. Wir werden die nächsten Jahrzehnte damit zu tun haben, uns irgendwie mit diesen Hinterlassenschaften auseinanderzusetzen. Es wird uns auch sehr, sehr viel Geld kosten, vor allem uns, unsere Kinder und Kindeskinder. Wir haben aber jetzt auch gelernt, Erdgas kommt dazu und beim Wind gibt es ein ganz großes Problem. Ja, Wind geht irgendwie nicht so richtig weiter, ist aber ganz, ganz dringend. Und jetzt kommt man dann tatsächlich in so einen Bereich, wo man sagen oder wo man in der Zukunft, in die Zukunft geblickt sagen kann, okay, wenn wir nicht einen deutlichen Zuwachs kriegen beim Solar- und beim Windausbau und auf der anderen Seite aus der Atomenergie und Stück für Stück auch aus der Braunkohleverstromung rausgehen, dann haben wir ein Problem einer Verknappung am Markt. Das heißt nicht, dass wir zu wenig Strom haben, aber wir haben weniger als vorher. Und das führt dann in einem marktwirtschaftlichen System eben zu steigenden Preisen. Und hier wird davon ausgegangen, dass der Großhandelspreis so um etwa 3 bis 5 € pro Megawattstunde ansteigen kann. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber erinnert euch an die Grafik, die ich euch eben gezeigt habe. Selbst wenn der Strom heute 5 € pro Megawattstunde teurer wäre, wären wir immer noch günstiger als andere. Auf jeden Fall ist aber ganz klar, es steht auch eindeutig hier, der Ausbau der Erneuerbaren, der muss unbedingt in Schwung kommen. Denn wir brauchen einfach diese Mengen an erneuerbarer Energie. Nicht nur, um die Preise niedrig zu halten und noch weiter zu drücken, sondern natürlich auch einfach, um beim CO2 ein großes Stück weiterzukommen. Und hier können wir mal so die Zukunftsprojektion sehen. Diese Grafiken, die ihr hier seht, in den verschiedenen Farben, sind die verschiedenen Jahre von 2020 bis 2024. Und da müssen wir leider sehen, dass wir wahrscheinlich mit steigenden Strompreisen 2020 bis 2024 in der Börse zu rechnen haben, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energie nicht ganz, ganz schnell wieder in Gang kommt. Also das ist anscheinend jetzt wirklich der absolute Punkt, an dem es liegt. Jetzt kommt der letzte Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich wie wirkt sich das alles auf die Haushaltsstrompreise aus? Wir haben ja alle gemerkt in den letzten Jahren irgendwie die Haushaltsstrompreise, die kannten irgendwie immer nur einen Weg, nämlich nach oben. Sparen konnte man nur, wenn man effizienter sich verhalten hat oder hin und wieder mal so den Anbieter gewechselt hat, um hier oder da mal einen Bonus irgendwie mitzunehmen. Und ja, das führt letztlich dazu, und diese Grafik hier finde ich ganz, ganz wichtig, nämlich, dass wir jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr die höchsten Haushaltsstrompreise in Deutschland zu erwarten haben. Ihr könnt hier an dieser Grafik sehen, dass wir jetzt so 2020 irgendwo zwischen 30,9 und 31,6 Cent Durchschnittswert für die Kilowattstunde zu erwarten haben. Das ist natürlich ganz schön heftig. Ein Anteil dabei hat natürlich die EEG-Umlage, die jetzt also bei rund 6,8 Cent liegt. Jetzt werden einige aufstöhnen und sagen, seht ihr, die Energiewende, die kostet uns wahnsinnig viel Geld, wer soll das bezahlen? Ich kann das nicht bezahlen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, nämlich die Preise werden wieder sinken. Und warum werden die sinken? Das ist ganz einfach, weil die EEG-Umlage beziehungsweise ja die Vergütung für erneuerbaren Strom, der eingespeist wird, zum Beispiel aus Photovoltaikanlagen. Die ersten Anlagen, die in den 2000er Jahren gebaut wurden, die gehen jetzt raus langsam aus der Vergütung. Da sind die 20 Jahre abgelaufen, sodass also diese ganz hohen Vergütungskosten dann wegfallen und wir dann ab 2022 mit kontinuierlich sinkenden Strompreisen zu rechnen haben. Aus dem Klimapaket der Bundesregierung wurde auch gesagt, dass die CO2-Preiseinnahmen auch verwendet werden, um die EEG und den Strompreis weiter zu senken. Das heißt, ab 2022 werden wir dann in Deutschland erstmals wieder sinkende Strompreise haben. So, erstmal bis hierher. Wie sieht das dann alles aus? Hier habe ich euch jetzt mal hier die entsprechende Grafik aufgerufen. Wir können also jetzt hier an meinem roten Strich sehen, das ist jetzt also der Scheitelpunkt der EEG-Umlage, den wir jetzt in diesem und dem nächsten Jahr erreichen. Und dann seht ihr, dass dieser Berg sozusagen in Richtung 2025 erst langsam und Richtung 2030 und erst recht Richtung 2035 geradezu
einbricht. Einfach nochmal erklärt aus dem Grund, dass die hohen Vergütungszahlungen in den Anfangsjahren des Erneuerbaren Energiengesetzes dann nicht mehr ausgezahlt werden müssen, weil diese Anlagen aus diesen 20 Jahre Festverträgen rausgehen. Die Betreiber der Anlagen werden sich andere Wege finden, suchen und auch finden, ihren Strom gewinnbringend zu verkaufen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ihr seht also, dass wir jetzt sozusagen vielleicht nochmal so 18, 24 Monate irgendwie die Augen zudrücken müssen und irgendwie durch diese Geschichte durch müssen. Und dann wird der Strom für uns dann alle endlich billiger werden. Okay, diese Grafik, die solltet ihr also auch im Auge behalten, wenn euch wieder da draußen irgendjemand erzählen will, die Energiewende, die wird auch noch in den nächsten 20 Jahren uns richtig das Geld aus der Tasche ziehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Es war wieder ein etwas längeres Video, aber manchmal ist das einfach nicht kürzer zu machen. Vielen Dank, wenn ihr den Kanal abonniert und den Alarm aktiviert, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. In dem Sinne sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.